Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Runde Eden Grafters Ocean World. Ja, unser Ziel ist ganz nah. Ihr seht es oben, der Raketenstartplatz. Wir sind im Prinzip fertig. Wir haben genug Material. Aber mir ist noch was eingefallen. Ich hatte es gestern schon mal kurz irgendwo erwähnt. Das Thema der Dampfwalze. Ich habe das Material zusammengesammelt, haben wir ein kleines bisschen mehr gebraucht, ein paar Rotoren, Controller und so weiter. Und die würde ich gerne mal bauen, weil ich einfach wissen will, wie sie funktioniert. Und ich fürchte, wenn wir den Raketenstartplatz fertig haben, dass dann möglicherweise auch quasi das Spielziel erreicht ist. Und deshalb möchte ich vorher noch die Dampfwalze mit euch ausprobieren. Ich habe darüber hinaus auch ein bisschen aufgefüllt. Na, hier hing ja dieses Wohnmodul immer so in der Luft. Und da habe ich festgestellt, na klar, so wie wir gestern auch bei unserer automatisierten Kupfer- und Ladeplattenproduktion den Boden angehoben haben, so können wir das hier natürlich auch machen. Und dann kann man solche Stellen, wo irgendwas in der Luft schwebt, auch ein bisschen untermauern. Und dann, ja, sieht das alles ein bisschen gefälliger aus. Was man leider nicht machen kann, man kann keine Rohre nachträglich unter die Erde legen. Das funktioniert nicht. So, ich nehme auf jeden Fall jetzt mal diese Eisenbalken mit. Die kann ich schon mal ins Lager packen. Die Computer müssen wir uns noch schnell bauen, die vier letzten. Das kriegen wir aber hin. Na, also so wie wir das hier vorne irgendwo haben. Hier sowas, was er hier automatisch gemacht hat, das Rohr unter die Erde zu legen. Das kann man nachträglich nie machen. Man kann das also hier nicht auffüllen. Man kann dann bloß einen Erdhaufen drüber bauen, das ist aber nicht so schön. Ja, wie bin ich drauf gekommen? Weil ich durch das viele Hin- und Herlaufen hat mich das genervt, weil das immer hoch und runter ging. Und dann habe ich mir gedacht, da können wir doch auch ein bisschen einebnen. Und wie gesagt, jetzt wollen wir das auch nochmal mit dieser Dampfwalze probieren. Ich weiß noch nicht, wie sie funktioniert, aber das schauen wir uns an. Ich stelle sie mal, ja, wo stellen wir sie denn mal hin? Ach so, haha. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nie noch eine Energiezelle dafür brauchen. Siehst du, da war schon wieder so ein kleines Loch hier, zack, bist da drinnen verschwunden. Und das ist dann so nervig, wenn du da immer hoch und runter musst. Und da habe ich hier auch ein bisschen Terrain abgetragen, einfach vom Berg weg. Damit ich genug Felsen habe, so wie hier jetzt. So. Und dann kann man so ein Loch da problemlos auffüllen. Die haben auch gleich wieder eins reingemacht. Das Werkzeug ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dieses Multitool. Weil um einen so einen Felsbrocken abzuräumen, braucht man relativ lange. So, wo war jetzt diese komische Senke, wo wir hier gerade drin verschwunden sind? Zack. Oh, gut, okay. Um einen so einen Feld abzubauen, braucht es relativ lange. Wenn man dann aber auf der Taste drauf bleibt, dann geht es plötzlich ratzfatz und man baut alles Mögliche ab. Oh, wir holen erstmal noch einen Schluck Sauerstoff und dann bauen wir mal die Dampfwalze. Dann holen wir uns das Material für die Leiterplatten. Ja. Gut, auch schick. Da ist er, die Dampfwalze. Die hat Inventar, die braucht Energiezellen. Okay, irgendwo sowas hatte ich jetzt erwartet. Und dann kann man ihr Inventar reinpacken. Möglicherweise eben Felsen. Und möglicherweise, wenn man dann hier lang fährt, trägt die den Felsen ab. Da müsste man dann noch schauen, wie das genau funktioniert. Glätten, glatt skalieren. Ah, da kann man die. Ah, okay. Was der Unterschied zwischen glatt und glätten ist, weiß ich nicht. Das finden wir aber vielleicht noch raus. Allerdings, wie gesagt, brauchen wir dazu eine Energiezelle. Die holen wir uns auch. Jetzt brauche ich erstmal Leiterplatten. Können wir damit fahren? Ne, können wir nicht, weil wir keine Energie haben. Eieiei, das war jetzt blöd, da müssen wir hin und her laufen. Ich hole mir die Energiezelle aus unserem Raumschiff, da haben wir ja drei drin. Und das brauchen wir gerade nicht. Ich brauche gerade keinen Schwefel mehr. Ja, ihr seht das schon, überall wo man lang kommt, geht es hoch und runter. Und auch hier, da waren mehrere Gräben zwischendurch hier, habe ich auch alles ein bisschen versucht einzuebnen, dass man dann eben mehr oder weniger ebenerdig hier zurückkommt.
Was essen. So. Und dann bauen wir uns erstmal die letzten vier Computer, würde ich sagen. Die Zeit nehmen wir uns. Ach, ich wollte doch die Eisenbalken ins Lager legen. Na egal. Denn eine Fahrzeugenergiezelle jetzt zu bauen, das wäre vielleicht etwas übertrieben. Ich weiß leider nicht, ob man die auch nachträglich aufladen kann. Ich nehme sie aus dem Raumschiff raus. Da brauchen wir sie gerade nicht. Na, ob man die dann irgendwie wieder aufladen kann, das weiß ich nicht. Da gibt es zumindest kein Ladegerät oder sowas. Ich wüsste nie, wie man es machen soll. Ja, wir haben das Material für den Raketenstartplatz. Jetzt geht es aber erstmal zur Dampfwalze zurück. Ist gerade ein bisschen neblig. Interessant. Ist das ein Ergebnis von dem Terraforming-Prozess? Denn das sieht ja fast aus wie Regen. Der Sauerstoffwert hat sich nicht verändert. Ja, da steht so unsere Dampfwalze. Gut, jetzt bin ich mal gespannt. Ach nee. Die Energiezelle hier rein. Da haben wir 3 Minuten Fahrzeit. So, jetzt fahren wir mal irgendwo hin. So. Bleibt mal hier stehen. So. Glatt ist diese Taste. Dann macht das runter. Und glätten. Aha, also mit der linken Maustaste füllt er auf, mit der rechten Maustaste baut er ab. Er kann natürlich nur auf das Niveau abbauen, wo er ist. Ach ne, er baut ja vor sich ab, alles klar. Ah ja, das ist auch interessant. Das heißt, wenn wir jetzt hier hinfahren. Zack, baut er vor sich ein bisschen was ab. Und wenn wir jetzt hier. Okay, aufschütten tut er nur. Aufschütten tut er nur, wenn er was aufzufüllen hat. Aha. Ja, was aber viel spannender ist, dass man das einfach mal als Fahrzeug verwenden kann, dass man nicht mehr durch die Gegend laufen muss. Das finde ich viel spannender an der ganzen Geschichte, dass man endlich ein Fortbewegungsmittel hat. Das Glätten ist das eine. Na, das kann man hier schön machen. Ne, falsche Taste. So. Ja, und was hat er dann im Inventar? Da hat er keinen Felsen. Also das funktioniert nicht, dass man damit Felsen abbauen könnte. Hoch. Na, das funktioniert nicht. Das ist wirklich nur zum Terrainkletten da. Schön. Wie gesagt, ich finde es viel spannender, dass man sich damit relativ schnell bewegen kann. Hätte ich das gewusst, hätte ich es doch schon viel eher gebaut. Na gut, so ist es immer. Nachher ist man schlauer. Schön. Muss man dann bloß immer dafür sorgen, dass man irgendwie wieder Energie hat. Wie gesagt, die Energiezellen. Tja, wie kann man sie aufladen? Gut. Jetzt haben wir genug Material für den Raketenstartplatz. Den bauen wir hier hin. Ich habe ja nicht ohne Grund gerade geebnet. So, wo ist er denn? Hier unten ist er, Raketenstartplatz. Oh, das ist auch ein riesengroßes Teil. Eieieiei.
Ist eine Stelle jetzt hier in der. Nee. Wir stehen hier oben hinsetze, dann hängt er doch in der Luft. So, mal gucken, was passiert. Er sagt uns nicht, dass er es nicht bauen kann. Das sieht schon ein bisschen merkwürdig aus. Muss man das jetzt alles manuell hier wegräumen, die Felsen? Habe ich kein großes Problem damit. Das kriegt man hin. Ich kann auch mit der Dampfwalze hier drauf fahren. Hey, ist das ein riesen Koloss. Baut immer noch. Ich gehe mal zur Seite, nicht, dass er gleich noch irgendwie eine Rakete draufstellt. Ja, Felsen hat man genug, um jetzt hier zu untermauern. Naja, brauchst schon auch schon eine riesengroße Rakete, um den Mond zu pulverisieren, ne? Interessanter Teleskopkran, der wird von alleine immer länger. Müssen wir mal hier hochgehen. Kommst du hier nie weiter? Nein. Jetzt. Hey, ist das ein riesen Bauwerk. Es ist irgendwie so vom Balancing, von Größenverhältnissen gefällt mir das alles noch nicht so richtig. Jetzt haben wir ein neues Handwerksrezept, Enter-Rakete. Okay, wir müssen also die Rakete auch noch bauen. Es wäre ja auch zu schön, wenn wir schon fertig gewesen wären. Raketenstartplatz. Wo baut man die Rakete? Ich habe. Nee, das ist der Zonendünger. Wo baut man denn die? Gucken wir gleich mal, ob wir da. Ja, da brauchen wir wahrscheinlich wieder tonnenweise an Material. Naja. Wäre ja auch zu schön gewesen. Auf jeden Fall schon mal beeindruckend. Aber wie gesagt, von Größenverhältnissen, dort ist unser Wohnmodul. Die Lagerhäuser. Naja. Das werde ich wahrscheinlich mal alles noch ein bisschen freiräumen müssen hier. So, können wir den Raketenstartplatz. Hier müssen wir die andere Rakete bauen. Eisenplatte, Schwefelerz, Rotor und Filter. Eisenplatte ist kein Problem. Rotoren, das ist ein Problem, weil ich momentan das Gummi alles nur manuell herstelle. Da brauche ich ja ewig. Dann werden wir die Gummiproduktion automatisieren müssen. Und das Schwefelerz, das heißt nichts anderes, als dass wir rüberfliegen müssen zu der anderen Insel. Dahin. Dort haben wir ja, können wir Schwefelerz holen. Wie viel brauchen wir? 150, glaube ich, ne? 180. Ja, müssen wir machen. Hilft ja alles nicht. No. Na gut, ich dachte, wir sind vielleicht schon durch, aber so haben wir noch ein bisschen ein paar Aufgaben bekommen, haben wir noch ein bisschen Spaß. Ist ja auch nie ganz verkehrt, ne? Soll ja auch nicht zu einfach werden. Sauerstoffmangel, das ist ein Problem. Das kann zum Problem werden, wir wollen ja schließlich nicht sterben, nicht wahr?
aber relativ kurz vorher erst gewarnt. Ich habe aber, glaube ich, Sauerstoffkapseln dabei, da könnte ich auffüllen. Ja. Gut, Gummiproduktion. Wie kann man denn die Gummiproduktion automatisieren? Zum einen würden wir hier einen Abzweig reinbauen fürs Förderband. Wo sind die Förderbänder? Hier. Ein Förderbandabscheider. Kann man den direkt hier reinsetzen? Nein, dann müssen wir das Förderband unterbrechen tatsächlich. Und dann müssten wir einen Teileproduzent wieder bauen, der uns dann aus dem Gummi. Ne, wir müssen erstmal Gummi herstellen. Wer macht denn uns das Gummi? Die Schmiede macht uns kein Gummi, das wäre ja Quatsch. Ja. Und der Teileproduzent. Der macht uns Gummi und Gummiriemen. Das heißt, ich brauche zwei Teileproduzenten in Folge. Ja, also. Der Förderbandabscheider, den können wir bauen. Das ist nächstes Problem. Und dann zwei Teileproduzenten. Da brauchen wir wertvolle Leiterplatten. Müssen wir noch ein paar Leiterplatten produzieren, nicht? Das macht ja nichts. Und Firma. Gut, da brauchen wir erstmal noch ein bisschen Eisenstangen. Das reicht noch nicht, ne? Wir brauchen drei Eisenstangen pro. Doch, 30 Stück reicht doch natürlich. Auch zwei Maschinen, also brauche ich 8 Gang. So, fertig. Läuft. Leiterplatten muss ich dann noch produzieren, das ist auch klar. Und haben wir ein paar Eisenplatten für das Förderband zwischendurch, haben wir auch. Gut. Dann bauen wir erstmal dieses Förderband hier weg. Da war aber viel weg mit einem Mal. Bis hierhin ist es weg. Ja, dann machen wir das so. Gut. Förderbandabscheider ist das Ding hier. Der hat einen Ausgang, einen Eingang und 3 Ausgänge. So, und hier nach da. Und wo hast du den Eingang? Ach, das hatte ich ja so blöd gedreht gehabt, ne? Oh je. Jetzt drehst du das schon wieder so rum. Kannst du nicht erstmal bis hier hinbauen? Aha. Das ist natürlich schick. Das hätte ich auch mal eher rausfinden können. Dass man nur ein halbes Förderband bauen kann, dass man gar nicht die ganze Strecke. Da kann man das viel besser planen, wo das lang geht. Gefällt mir. So, und jetzt brauchen wir 2 von diesen Teileproduzenten hintereinander. Da kommt das raus. Gefährliche Welle erkannt, na toll. Ist schon nah? Oder schaffen wir das noch? So. Du produzierst Gummi. Und du produzierst Gummiriemen. Oh, was für eine schöne große Welle.
Oh, hoffentlich bleibt mein Auto ganz. Das wird interessant zu sehen. Und schwupp ist die Raketenplattform weg. Das wäre natürlich jetzt der Super-GAU. Fahrzeug scheint überlebt zu haben. Doch scheint alles noch zu stehen. Das ist wahrscheinlich wirklich nur ganz am Anfang die Windräder und die Solarpaneele, die es wegschiebt. Der Rest bleibt bestehen. Sehr schön. Ja, mittlerweile kann man auch diese Welle abbrechen im Übrigen. Diese Sequenz hier. Das haben sie mal irgendwann jetzt reingepatcht vor kurzem. Noch da, alles noch da. Wunderbar. Ja, da macht er los. Okay. Gut, da können wir dann die Rotoren bauen. Was ich für die Filter brauche, weiß ich noch nicht. Und dann muss ich Schwefel organisieren auf der Nachbarinsel. Eisenplatten haben wir kein Problem damit. Die bekommen wir hier aus unserer Maschine, aus der hier. Wie viel brauchen wir da? 260. Ah. Können wir schon mal was ins Lager legen. Ach so, für die Filter brauchst du ja auch irgendwas. Ah, siehst du? Okay, erst mal gucken, was du für die Filter brauchst. Guck mal, der hat sogar Licht. Schön. Und wieso fahre ich eigentlich nicht damit? Wieso laufe ich trotzdem immer noch? Ach herrje, das ist nicht euer Ernst. Das heißt, da brauche ich alleine 30 Schwefelerz für die Filter. Dann nochmal 180, also brauchen wir insgesamt 210 Schwefelerz. Für die Rotoren brauche ich dann wieder Kabel, das ist nicht das große Problem. Die kann ich herstellen, ja. Da müssen wir halt ab und zu hin und her fliegen und Schwefel holen. Das ist eigentlich die unangenehmste Aufgabe. Bloß da werde ich mir da drüben wahrscheinlich noch so eine Bergbaumaschine dann mitnehmen müssen. Das Material dafür, dass ich die drüben aufbauen kann. Felsen habe ich, das heißt, ich kann noch ein bisschen Beton herstellen. Oder Zement. Dass ich die Maschinen schon dann drüben aufstellen kann. Gut, reicht dann auch. Dann wollte ich mir noch was zu essen machen. So. Machen wir das auch. Ja, und dann geht's los. Ich werde wieder offscreen so viel wie möglich vorbereiten, dass wir nicht jetzt die ganze Zeit dann nur hin und her laufen und hin und her fliegen. Ja, ihr habt jetzt gesehen, wie ich das mache, ne? Ist aber auch langsam alles hier, ne? Ja, der braucht pro Gummi braucht der 5 Biomasse. Naja, und ein bisschen Biomasse muss er ja auch hier hinten hinfahren an den. Ja, das liegt daran, dass wir momentan noch nie genug Wasser bekommen. Dass wir dort irgendwo an dem Limit angekommen sind. Weil sonst könnten wir einfach noch mehr Biomasse produzieren. Gut, dauert halt seine Zeit. Kriegen wir aber hin. Für heute würde ich sagen, mache ich erstmal Schluss. Ist das riesig groß geworden. Oh, der Sternenhimmel sieht auch sehr schön aus. Noch gar nicht so aufgefallen, dass es da auch so ein Sternennebel oder was auch immer gibt. Ja, wie gesagt, für heute verabschiede ich mich. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.